Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ihr habt's gesehen, Trashosaurus ist back. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, euch mit mir zusammen hier so ein bisschen durchzuwühlen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Trashosaurus hieß mal Trashy, war mal winzig klein, aber ja, im Laufe der Zeit ist Trashy gewachsen, denn wir haben alle, also wir sind eine Gruppe von Mädels, ne, YouTuberinnen, ich verlinke euch alle Kanäle unten in der Infobox, und wir haben uns überlegt, dass es cool wäre, wenn man halt so ungeliebte Schätze, also Trash, ne, Trash, weitergibt und das machen wir dann halt so, dass wir das in ein Paket packen und das wandert dann einfach immer wieder quer durchs Land. Und ich hatte das auch letztens unserem DHL-Boten erklärt, der mir jedes Mal auch Trashosaurus vorbeibringt und er fand das cool. Also ich weiß, viele sagen immer auch unten in den Kommentaren, oje, oje, die armen DHL-Menschen, wie könnt ihr nur? Aber die DHL-Menschen finden das tatsächlich besser, als wenn wir jetzt irgendwie 20 Pakete ständig durch die Gegend schicken würden, ne? Und nicht nur, dass es günstiger ist und ökonomischer und so, sondern es ist halt auch wirklich von der Art und Weise her eigentlich gar nicht so blöd, mal ganz ehrlich, weil so schmeißen wir halt nicht wirklich was weg, denn wenn ich jetzt was rausnehme aus dem Paket, dann packe ich halt von meinen Sachen, die ich in meinem Trash drin habe, die ich aussortiert habe, wieder rein, die wandern weiter und ihr werdet auch nachher sehen, dass gar nicht so viele Teile sehr wahrscheinlich bei mir wieder zurückgekommen sind, denn die Produkte, die natürlich keine von den Mädels möchte, nehme ich wieder raus und ersetze ich dann halt irgendwie, ne? Jo, ich sammle tatsächlich auch immer wieder bei Trashy so ein bisschen Sachen zusammen für meine Mädels, also für meine Zuckerpuppen-Geschichte, das sind meine Klicken-Mädels und ja, die nehmen halt auch immer gerne ein bisschen Pflege, ein bisschen dies, das, Ananas und so, ne? Und jo. Was wollte ich noch sagen? Ja, also alle, die Konsum nicht so gerne mögen, sollten dieses Video nicht schauen. Das sage ich halt auch immer ganz gerne. Und ich würde jetzt einfach mal auch ganz blöd behaupten, dass jede und jeder von uns das Bestmögliche tut, um den Planeten in Anführungsstrichen zu retten, also quasi was Gutes auf der Welt zu hinterlassen. Und ja, da sollte man einfach erstmal vor seiner eigenen Haustür kehren, bevor man jetzt irgendwie hier oder wo auch immer einen bösen Kommentar hinterlässt. Ich weiß, aktuell sind die Gemüter so ein bisschen im Eskalationsmodus. Merke ich auf jeden Fall anhand von vielen Nachrichten, Kommentaren und so weiter, die ich bekomme. Aber auch anhand von den Menschen, die einfach denen ich begegne, wenn ich einkaufen bin oder so. Und auch anhand von mir selbst. Also ich weiß selber, dass meine Nerven auch teilweise ein bisschen blank liegen. Aber gönnt euch einfach mal so ein bisschen die Zeit hier mit mir. Einfach so ein bisschen Beauty, Rampampam, Tüdelü. Keine großen Emotionen, Leute. Einfach ein bisschen abschalten vom Alltag, ne? Das ist eigentlich das, was ich mit meinem Kanal bewirken möchte. So, das war ein langes Intro. Ich starte jetzt einfach mal mit dem Auspacken von Trashosaurus, denn ja, ich bin ja umgezogen, jetzt eine Etage höher. Mein Freund hat den Hexenschuss, ich bin schwanger. Dementsprechend haben wir Trashy dann so ein bisschen stückchenweise hier hoch verfrachtet. Und ja, jetzt gehe ich hier mal durch. Es ist schon krass, ne? Es ist ein großes, schweres Paket, aber wie gesagt, es ist sinnvoll, das halt so zu machen, als wenn man das in vielen kleinen Paketen macht. Und ich starte einfach mit dem Wichtigsten des Ganzen, denn zum Beispiel hat die liebe Miss Curly Jen gerade erst ein Baby bekommen. Oh, so niedlich! Auf jeden Fall hat sie auch eine Selbstständigkeit mit Miss Curly Wax und stellt da Duftwachse her. Ich verlinke euch auch gerne mal ihren Shop unten in der Infobox. Und ja, jeder tut halt irgendwie auch so ein bisschen was, um sein Leben glücklich zu gestalten, ne? Also sie hat sich hier ihre Selbstständigkeit aufgebaut, was sie halt auch super machen kann, neben dem Mama sein, was ich so cool finde, also sehr, sehr schlau von ihr. Und hier haben wir dann auch immer verschiedene Mails drin und dann tatsächlich auch dann von uns, ne? Das legen wir dann immer mit rein, so Pigmente, weil sie die dann auch immer in die Mails mit rein macht. Oh, hier ist auch ein ganz tolles duftendes Säckchen, aber ich weiß nicht, da ist doch bestimmt irgendwas drin, das ist so rot. Da sind Zettelchen drin. Man ist ja auch neugierig, wenn man hier durchstöbert, ne? Kleines Danke. Och, wie süß. Da hat jemand von den Trashy-Mädels ihr ein kleines Dankeschön reingepackt. Ich habe bei ihr im Shop schon eine ganz große Bestellung aufgegeben. Und da ich jetzt aktuell, was Gerüche angeht, auch ein bisschen sensibel bin, nehme ich jetzt hier erstmal nichts raus. Aber da sind so schöne Sachen drin. Schaut auf jeden Fall auch mal beim lila Lutschbonbon. Liebe ich jetzt schon. Allein vom Namen her.
im Online-Shop vorbei. Also die Mails haben ja auch verschiedene Formen und Farben und Glitzer drin und so. Die macht das so liebevoll. Schaut vorbei, ne? Kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Dann, auch ich habe meine Selbstständigkeit ein bisschen ausgebaut und mit Danny zusammen im Pelletier Verlag ein Buch herausgebracht. Das Buch, was sich hier in Trashisaurus befindet, ist quasi das Wanderlesebuch. Das heißt, jede, die möchte, darf einfach mal hier ein paar Zeilen drin lesen. Außerdem habe ich hier so eine kleine Aufgabe für die Mädels auch noch drin hinterlassen. Also, ne, das wird irgendwann an euch auch nochmal zugutekommen. Also dementsprechend, das ist unser Wanderlesebuch. Das bleibt jetzt auch erstmal drin. Genauso wie unsere Interessen. Falls ihr übrigens Bock auf das Buch habt, Sammy endlich ankommen, könnt ihr immer noch im Pelletier Verlag für 12,99 € kaufen. Damit unterstützt ihr mich halt auch ziemlich sehr, weil ich dadurch halt auch, ja, eine kleine Zusatzeinnahme habe. Und das kann ich halt einfach aktuell in der ganzen Schwangerschaft, bald Mama sein und so, sehr gut gebrauchen. Und ja. Schaut gerne mal vorbei. Schaut euch gerne da auch generell um, ne? Also da gibt es auch weitere Produkte, da gibt es Grußkarten und so. Also gönnt euch hart. Mega, mega cool. So, dann habe ich hier, genau, das machen wir halt auch, weil wir ja sowieso schon ein Wanderpaket haben. Dass wenn wir uns gegenseitig irgendwelche Produkte schicken wollen, dass wir die nicht extra so alleine auf den Weg bringen, sondern dass wir dann halt das in das Paket mit reinpacken. Da ist zum Beispiel hier was für Nicole und... noch eine Nicole. Also zwei verschiedene sind hier schon mal drin, ne? Das wandert noch ein bisschen weiter. Das darf jetzt nicht hier bleiben, aber hier steht mein Name drauf. Claudi, das bin ich. Guck ich doch mal rein. Ich weiß es nämlich gar nicht. Manchmal ist es halt auch einfach schon ewig her. Oh ja, geil, ja, ja. Die wollte ich ausprobieren. Jetzt habe ich gerade meine Fullface Maybelline abgedreht. Ist aber nicht schlimm. Hier ist nämlich die Dream Radiant Liquid in der Farbe 01 Natural Ivory. Und ich liebe ja die Dream Satin Liquid. Die ist so geil. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfoundations. Da ist auch nicht mehr allzu viel drin. Und die Radiant Liquid wollte ich einfach mal ausprobieren, ob das ein guter Nachfolger ist. Weil die Satin Liquid bekommst du halt nur noch so Restbestände auf Amazon oder so. Und ja, das darf auf jeden Fall bei mir bleiben. Ich glaube, wer hatte die reingepackt? War das Nika? Keine Ahnung. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin halt super vergesslich. Ich freue mich mega darüber. So, und jetzt, nach 8 Minuten, ja, läuft, ne, trinke ich mir erstmal einen Schluck und dann wühlen wir uns mal durch die ganzen Pakete und Taschen und so hier durch. Ich möchte euch halt wirklich auch gerne die ganzen Produkte zeigen, denn ich bin halt genauso neugierig wie ihr und will halt schon wissen, Mensch, wie entwickelt sich das Paket? Was ist da alles überhaupt gerade so drin? Da habe ich zuallererst hier eine ganz neue Tasche. Da hat jemand eine By Terry Tasche hier mit reingepackt. Ich nehme mir manchmal auch ganz gerne diese Taschen ehrlich gesagt raus. Das können wir nämlich auch machen. Also wir können alles aus dem Paket rausnehmen und dann packe ich dafür halt irgendwie einen Karton oder sowas oder ein Produkt mehr rein oder so. Und hier gehen wir doch einfach mal durch. Oh mein Gott. Egal. Ja, die... Oh, die waren süß, ne? I Heart Revolution, Pink Frosting. Das ist ein Blush in so einer Donut-Optik mit Glitzer drauf. Oh ja, ne? Schon sehr schön. Ich muss sagen, einerseits finde ich das wunderschön und einerseits will ich da auch immer wieder draufpacken. Andererseits finde ich die Haptik ganz schlimm. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist ganz verrückt, Leute. Dann habe ich hier von Avon True so Bronzing Pearls. Die waren, glaube ich, schon mal mit drin. Weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Nee, ich hatte sie aber mal auf jeden Fall. Die kommen mir auf jeden Fall bekannt vor, aber die sind nicht von mir, glaube ich. Muss ich nachher nochmal gucken. Und, ah, okay, wenn man das Ding aufdreht, Achtung, Achtung an die Mädels, ne? Dann macht ihr euch den Tisch auch ein bisschen damit bunt. Dann habe ich hier von Fenty Beauty ein Produkt und zwar Trophy Wife Killer What. Das ist ein Highlighter. Oh mein Gott, ja. So ein richtig krass goldener Highlighter. Für mich tatsächlich zu gold, zu dunkel. Ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn man halt etwas außergewöhnlichere Looks schminkt oder halt vom Ton her deutlich dunkler ist, dass das ganz gut funktionieren kann. Von Tarte habe ich hier etwas drin enthalten und zwar der Traveled Amazonian Clay 12-Hour Blush. Ich habe auch so von Tarte Blushes und finde die auch sehr, 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 sehr geil. Auch ganze Face-Paletten schon von. Dann habe ich hier als nächstes von Make-up Obsession einen Highlighter. Der ist auch ein bisschen zu dunkel, muss ich gestehen. Jedenfalls für mich. Das Täschchen habe ich mal ganz am Anfang auch reingepackt. Und jedes Mal, wenn ich dieses Täschchen jetzt rausnehme, ist da irgendwas anderes drin. Und dieses Mal haben wir von Kind B
Beauty, nein, von Kinder Beauty, Kind Bronze, diesen Bronzer, Blissful Bronze, den wir öfter schon mal in Abo-Boxen drin hatten, den habe ich selber da. Leute, der ist gut, ne? Also der ist nicht nur optisch, also jetzt so von der Verpackung her ein kleines Dupe zu dem Butter Bronzer, sondern auch so von der Farbe her. Oh mein Gott, hier sind so viele Puder und so weiter drin, das ist ja cool. Von Bella Pierre haben wir ein Champagne Highlighter und gleichzeitig Monolidschatten. Dann, was ist das? Ah, hier von Essence ein Monolidschatten in der Farbe 15 Celeb Style. Dann von Catrice ein richtig schöner Highlighter in der Farbe Glow in Bloom, Magnolia Blossom. Manche Produkte sind hier schon ein, zwei Mal rumgewandert, weil die ein oder andere auch mal aussetzen musste, aufgrund von Krankheit oder von Lernphase oder so, ne? Dann ist es nicht schlimm, dann wandert das ein bisschen weiter und kann dann später mal rausgenommen werden. Von Misauda Milano Blush and Glow habe ich hier ein Baked Blush Golden Hour 206 drin. Okay. Oh, ein gebackener Blush, der ist wirklich sehr, sehr shimmery. Oh, sitzt hier ein bisschen lose drin. Achtung, Leute, ne? Erinnert mich. Oh, der ist aber schön. An den Nars Orgasm schon so ein bisschen, aber auch an den Luminoso. Oh, der ist schon, ja, ja, die andere Hand wird an der Leggings abgewischt. Die Leggings muss eh in die Wäsche. Der ist schon schön. Oh mein Gott. Okay, dann habe ich hier das nächste. Color 24 Hours by iStudio Everlasting Navy. Das ist von Maybelline, so ein Monolidschatten. Das ist nicht ganz so meine Welt, Monolidschatten, ne? Das ist halt so von der Art und Weise nicht ganz so meins. My Nudes habe ich hier von Essence. Ne, My Must Helps. Das ist ein Blush, ne? Rosy Glow. Oder ist das ein Monolidschatten? Weiß ich nicht. Essence Eyeshadow Tiffany. Tiffany. Das ist ein silberner. Von Tease habe ich hier ein Be Blushes Blush drin in der Farbe 402. Das ist auch ganz interessant. Oh, der Spiegel ist rausgeflogen. Sieht eher aus wie ein dunkler Highlighter, ne? Ja. Den müsste ich auch schon mal gehabt haben, weil Tease ist halt so eine Marke, die hast du irgendwie in Boxen oder so drin, aber dass ich die mal irgendwo, dass die mir sonst irgendwie mal über den Weg gelaufen wäre, eher weniger. Von Revolution, den Vivid Baked Bronzer haben wir hier drin enthalten in der Farbe Golden Days. Habe ich nicht den, tatsächlich genau den verwendet in dem ungeschönt Video im Juni als Concealer. Schaut gerne mal hier oben vorbei. Mit Sarah Isabel habe ich Make-up Jenga gespielt. Den müsste ich selber haben von Revolution, den Blusher Reloaded in der Farbe Rose Kiss. Das ist auch eine schöne matte Farbe. Und Revolution kann schon sehr gute Base-Produkte. Sie haben es jetzt einfach mal eine Zeit lang echt übertrieben und haben zu viel auf einmal rausgehauen. Machen die eigentlich immer noch. Deswegen finde ich, sind die nicht mehr so ansprechend, ne? Life's a Peach habe ich hier von L'Oreal drin enthalten. Der ist mir zu hell. Den hatte ich auch schon mal. Und von Eveline Cosmetics. Das ist so eine Marke, die kriegt ihr bei Cosmetic for Less. Ist eigentlich so eine polnische Drogeriemarke. Könnt ihr mit Claudi 15 aber auch nochmal 15% on top sparen, ne? Kauft gerne über den Link in der Infobox. Da setze ich euch mal so einen Gönn-Link für Cosmetic for Less rein, weil das ist dann Affiliate-Link, weil der Code ist kein Affiliate-Code. Das heißt, mit dem Kauf über den Link würde ich eine kleine Provision verdienen. Es ist nicht die Welt, ne? Aber es wäre schön, wenn ihr Bock habt und so. Ja, auf jeden Fall ist das ein Color Sculpting Blush, Feel the Blush, in der Farbe 03 Orchid Orchidee. Okay, das ist auch eine schöne Farbe, muss ich sagen. Ist der denn auch so intensiv? Nicht wirklich, ne? Also der ist nicht so mega doll. Sieht beim Swatchen etwas fleckig aus. Mal gucken. Mal gucken. Muss ich noch überlegen. Kommen wir zum zweiten Täschchen. Und da haben wir hier so eine Libelle auch drauf. Das sieht auch ganz hübsch aus, ne? So, dann schauen wir mal, was wir hier drin finden. Super viel Schmuck. Da muss ich nochmal in Ruhe durchgucken. Am Ende zeige ich euch eh die Produkte, die dann bei mir bleiben dürfen. Also wir haben hier wirklich eine komplett gefüllte Tasche mit Schmuck. Da schaue ich doch mal durch. Dann habe ich hier die nächste Tasche. Die war letztes Mal gefüllt mit Masken und war deutlich schmaler. Und sie ist wieder gefüllt mit Masken. Wow, da gehe ich jetzt auch mal in Ruhe durch, weil auch hier haben wir echt, ich weiß nicht, wie viele Masken drin. Richtig geil.
Ich sag mal so, bei Masken werde ich eigentlich immer ganz gut fündig, ne? Ich liebe Masken. Jetzt habe ich hier zwei Jutebeutel. Einmal eine Asam-Wundertüte, wo wir einmal durchstöbern werden. Da würde ich jetzt mal ein bisschen Pflege vermuten, weil das so schwer ist. Und Pflege ist meistens sehr, sehr schwer. Oh mein Gott, ja, das ist... Leute von heute. Okay, ja. Ich habe hier Sweet Mary Cherry Body Lotion von Spa Exclusives drin. Dann von Rönnsböhl Day Cream mit Lichtschutzfaktor 15. Hello Body, eine Coco Milk Daily Body Lotion. Die werde ich behalten. Da werde ich safe in meinem Mädelskreis Abnehmer für finden. Dann Sani O2 Anti-Blemish Booster Gesichtsserum. Ich glaube, das ist so gegen Rötung und sowas, ne? Dann habe ich hier ein Waschgel Hanf-Kokos. Sanfte Reinigung mit Hanf und Kokos von Balea. Das ist ja interessant. Inhaltsstofftechnisch sind wir hier mit sehr, sehr wenig Inhaltsstoffen unterwegs. Ich persönlich mag ja nicht so gerne Kokosduft, aber ich kann mir vorstellen, dass das wohl... ja, Anklang finden wird. Nehme ich auch für meine Mädels einfach mal mit. Ich denke immer an meine Mädels, ihr wisst das. E-Cooking, das Cleansing Gel. Da weiß ich, dass jemand bei uns in der Gruppe da schon ein Äuglein drauf geworfen hat. Spa Exclusives Holy Moly Bloom. Ein Shampoo mit 50 Millilitern. Diese Spa Exclusives Geschichten bekommt ihr auch im Action tatsächlich. Hierzu hat mir Marion heute eine Nachricht geschickt, glaube ich. Oder war das nicht die? Now Bay schützende Haarmaske. Und ja. Die muss wohl sehr, 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 sehr merkwürdig riechen. Hat sie auf jeden Fall mir geschrieben, beziehungsweise sprachnachrichtmäßig geschickt. Body Lotion It's a Magical Time mit Vanille und Candy Duft. Ich glaube, die habe ich selber schon mal leer gemacht. Ich nehme die jetzt aber gerne wieder raus, weil ich die süß finde. Mit diesem Eichhörnchen. 417 Absolute Matte Antioxidant Rich Matte Butter. Hä? Okay, also quasi eine Lehm. Körper-Eincreme-Geschichte. Olaplex ist hier mit drin. Verwende ich jetzt nicht. Verwendet man, glaube ich, bei gefärbten Haaren. Dann habe ich von E-Cooking noch ein Cleansing-Gel. Mensch. Dann Kolibri BHA-Maske. Oh, Tiefenreinigung der Haut für alle Hauttypen hätte ich so gerne mal getestet. Aber wegen Schwangerschaft habe ich euch hier ein Video gemacht. Ne? Kein BHA, kein AHA. Also, ne? Deswegen lasse ich da einfach mal die Finger leider von. Sehr interessant. BHA ist ja auch so eine Art Salicylsäure. Müsste dann ja hier auch mit drin sein. Oder? Was haben die hier reingemacht? Ja, Salicylsäure steht hier auch drin. Und das darf ich halt leider nicht. Deswegen. Oder sollte ich hier eher vermeiden, um das mal so zu sagen. Dann haben wir hier so einen Badefizzer mit drin. Sehr interessant, ne? So eine Schneeflocke. Dann von Sebamed, ein Feuchtigkeitsfluid, Lichtschutzfaktor 20. Ja, ne? Sebamed ist eine Marke, die meine Mama auch eigentlich ganz gerne verwendet, aber die hat aktuell genug zu Hause. Ilse Jacobsen, Lichtschutzfaktor 15 habe ich hier. Auch eine Sonnenschutzgeschichte, das ist für mich zu wenig. Dann Bamboo, Plumping Strand Expand, was? Keine Ahnung. Was bist du? Bamboo and was? For strong, thicker, full-bodied hair. Okay, für die Haare ist das. Ja, nö, nö, nö. Das finde ich jetzt nicht so ansprechend, muss ich gestehen. Dann Travel Vibe Spa Exclusives. Eine Soothing Body Lotion, also quasi beruhigend. Pinke Verpackung spricht mich ja schon mal an. Riecht das denn? Nehme ich mir einfach mal raus. Kann man ja mal ausprobieren. Von dem Asam habe ich hier was drin. Das hatte ich auch schon mal da. Volume Lip Balm, Volumen Peptide. Das ist so ein Pöttchen, was heißt Pöttchen? Ein Pott, 18 Gramm, mit einem eingefärbten Lippenbalsam. Der ist mir leider irgendwann gekippt, also als ich den hatte. Dann von Hello Body Coco Clear eine Matte Detox Mask. Ist auch interessant, muss ich sagen, weil ich eigentlich, ich hatte doch schon mal so eine, wow, ist ein bisschen ausgelaufen, ne? Ich verwende die mal. Also ich brauche die einfach auf, weil so super viel scheint ja auch gar nicht mehr unbedingt drin zu sein. Ist die denn noch gut? Ich hoffe, Leute, weil hier steht drauf, nach Öffnen 6 Monate. Ach, das kriegen wir schon hin. Und darf ich die verwenden? Ich gucke mal kurz über die Inhaltsstoffe drüber, ob ich da irgendwas mit Säuren oder so finde. Gut, hier haben wir Parfüm mit drin enthalten. Das kann halt immer potenziell reizen, aber... Ich glaube, ich darf das verwenden, ne? Nehme ich mir mal raus. Von Dalton habe ich hier Redness Control Cooper Rose Skin.
meine, dass eine Freundin von mir schon, weiß ich jetzt nicht. Eigentlich, also die von Dalton, ne, habe ich ja selber auch immer mal wieder eine wundervolle Kooperation, ne, super, super tolle Marke. Marine Kosmetik kommt aus dem Meer, du kommst aus dem Meer, ich komme aus dem Meer, ne, deswegen ist es wunderbar, wunderbar hautverträglich. Ich habe jetzt selber keine Probleme mit Rötungen. Ich lasse es mal im Trashy drin, weil bestimmt jemand von uns hat sowas, ne, dass man so ein bisschen Probleme mit diesen Rötungen hat und das normalerweise hilft das eigentlich auch echt gut. Olaplex hatten wir eben schon, wandert weiter. Dann habe ich hier eine kleine Tagescreme von Balea mit drin enthalten mit Hyaluronsäure. Da bin ich mit Beauty Mate sehr, sehr gut bedient. Eine kleine Bodylotion von Isana, Schimmerpigmente, nee, auf gar keinen Fall. Kalin, also Schimmerpigmente, ich hatte jetzt letztens eine von Dove, die war richtig gut, aber das war eine der wenigsten Bodylotions, wo Schimmer mit drin ist, was bei mir funktioniert. Alles andere lässt mich aussehen wie eine Glitzerfee und das muss halt echt nicht sein. Kalin Parfums, Fleur Noir, Handcreme. Handcremes habe ich echt sehr, sehr viele. Biana habe ich hier eine Tagescreme, was ein Riesenvieh. 75 ml. Gönnt euch hart. Holy Moly Bloom Conditioner haben wir jetzt hier auch nochmal von Spa Exclusives, passend zum Shampoo. Snail Hydro Mask. Was ist das? Schneckenhydromaske. Was macht die? Bei Masken, ne? Ist direkt bei mir so, yay! Glycerin, Glykol. Ich lasse es jetzt lieber weiter wandern, weil da bin ich mir bei den Inhaltsstoffen jetzt nicht ganz so sicher. Wäre aber interessant gewesen, oder? Und von Emma Hardy eine Purifying Pink Clay Detox Mask für Reinigung. 15 ml habe ich hier drin enthalten. Ich glaube, Emma Hardy war sehr intensiv auch von der Parfümierung her immer, oder? Nee, die lasse ich jetzt weiter wandern. Das ist, nee. Das ist mir zu heiß hier. Aber geile Idee, das jetzt hier mit diesen Beuteln zu machen, ne? Echt cool. Weil das hält ja wohl ganz gut. So, dann kommen wir zum nächsten Beutel. Glow Hour by DM. Da habe ich euch tatsächlich auch die Taschen gezeigt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr auch auf der Glow seid. Also ein paar von uns Mädels hier aus dem Trashysaurus-Gedönsen und Sarah Isabel. Wir sind am Samstag auf der Glow. Genau, ich freue mich schon voll. So, Haarspray habe ich hier drin. Da fehlt aber was. Das muss ich nochmal gleich finden. Tuft Schwarzkopf Glanz. Haarspray halt 4, strahlender Glanz. Stelle ich mir mal zur Seite, weil nach Haarspray wird auch das ein oder andere Mal gefragt bei mir von den Mädels. Kaschierendes Ansatzspray von Isana in dunkelbraun. Habe ich dunkelbraunhaarige Freundinnen? Ich nehme das mal mit raus. Vielleicht hat da jemand Bock drauf. Dann habe ich hier eine Peeling Mask von eCooking. Ja, hier steht drauf, keine Angst, wenn hier deine Haut rot wird. Also Silky Butterfly, federleichte Pflegeglück, Handcreme, sanfte Pflege, schützt die Hände und zieht sofort ein. Sowas finde ich süß, ne? Von Triacle Moo mit Urea und Shea Butter. Ich habe eben gesagt, ich habe genug Handcreme, aber das ist Butterfly. Weiß ich nicht, wie riechst du denn? Ich rieche nicht viel. Ich probiere die jetzt einfach mal aus, ne? Komm mit klar. Oh, ich mag den Duft. Das erinnert mich an irgendwelche Bonbons. Oh. Nee, das mag ich gerne leiden. Die bleibt. Nom nom. Dann habe ich hier von Care Thermoactive Heat Protector. Minimizes Damage from Heat Styling Tools. Okay, ja. Also ich persönlich benutze sowas nicht, also auch nicht Glätteisen oder so ein Kram, da bin ich nicht so viel zu haben. Es waren rein. Dann habe ich hier meinen Deckel wieder gefunden. Huch, gehst du da auch wieder drauf oder tust du nur so? Hallo. So, und jetzt? Ja, sprüht es auch wieder. Das nehme ich raus. Ah, Hilfe. Von The Cure ein Barrier Booster Vitamin D Barrier Drops. Die bleiben drin. Von L-Curina Professional. Strahlendes Braun, Spülung Brilliant Brown. Phytokeratin und Kakaoextrakt. Naturbraunes und braun gefärbtes Haar. Nehme ich für meine Freundin raus. Ich habe ein paar brünette Freundinnen. Also Dani könnte sich da zum Beispiel drüber freuen. Maddie, die eigentlich mit mir zusammen filmen wollte, aber dann Krankheit und so, ne? Hat leider nicht funktioniert. Hier haben wir dann nochmal die Spülung. Nehme ich auch raus.
Also so Shampoo-Spülung, ne? Da wird auch häufig bei meinen Mädels nachgefragt. Oh, von eCooking haben wir hier eine ganze Batterie an Sachen. Moisturizing Mask, Night Cream und die Peeling Mask. Das ist natürlich richtig geil. Ich weiß gar nicht, wo das dann herkommt, ne? Oh, meine Hände riechen echt gut. Hm, ich mag den Duft. Ja, ja, ich bin nicht so der Ultra-E-Cooking-Fan, muss ich gestehen. Das finde ich interessant. Charlotte's Magic Cream, aber ich glaube, das ist die Night-Variante gewesen oder sowas, ne? Weiß ich gar nicht. 15 Milliliter haben wir hier drin. Ich mag die. Ich habe die nämlich schon mal gehabt. Ich habe die schon mal gehabt. Vielleicht. Ultrasound Lichtschutzfaktor 50 plus, das ist mir leider zu weißelnd, damit komme ich nicht klar. Dann die Banana My BBF Cream habe ich mir letztes Mal schon rausgenommen. War das auch in Light? Ich habe mir Light Medium rausgenommen. Was ist denn jetzt nur eher meine Farbe, Leute? Das gucken wir doch mal. So jung kommen wir nicht normal zusammen. Können wir doch swatchen. Die sind doch beide schon offen. Dann kann ich ja gegebenenfalls tauschen. Das wäre ja doch mal was, oder? So, weil ich bin ja eigentlich eher, oder ich behalte, wobei ich habe super viele Foundations so und so gerade erst aussortiert. So, das ist einmal light. Das sind ja komische. Okay, nee, das fühlte sich gerade so mineralisch an irgendwie. Okay, ja, light to medium bleibt auf jeden Fall dann, oder packe ich jetzt zurück in Trashy. Seht ihr das? Light ist definitiv meine Farbe. Das lässt sich jetzt nicht abstreiten, ne? Das ist definitiv so. Ich gucke die ganze Zeit unter die Kamera, weil normalerweise da mein Spiegel steht, aber aufgrund von Platz habe ich den weggenommen. Light to Medium hatte ich schon mal aus dem Trashy rausgenommen, packe ich jetzt wieder in Trashy rein und nehme mir dafür Light raus. Das finde ich gut. So, dann habe ich hier was drin von Ahava Daisy Water Mineral Hand Cream. Die hatte ich schon mal. Die riecht sehr, sehr schön aquatisch. Also wer auf solche Düfte steht, ne? Die habe ich letztens erst leer gemacht. Scent & Sky Australian Emu Apple, diese Super Bounce Mask. Die ist eigentlich auch echt gut, hat nur eine merkwürdige Konsistenz. Cetaphil Daylong Sun, Lichtschutzfaktor 50+, sehr hoher Schutz, getönt ist das auch noch, regulierendes Multischutzfluid, ja, das wird mir aber wahrscheinlich zu orange sein, ich habe da jetzt nicht so die besten Erfahrungen mit solchen Produkten. Ja, hier haben wir nämlich nochmal, und das ist die Magic Night Geschichte, die ist nämlich deutlich, deutlich reichhaltiger und für mich ist sowas perfekt. Ah, oh. Ich glaube, die beiden nehme ich mir wirklich raus, ne? Weil ich die wirklich gut finde. Auch wenn die von Beauty Mates schon sehr nah daran rankommen, die beiden, ne? Aber Charlotte Tilbury ist nun mal Charlotte Tilbury. Now Bay Detox habe ich hier eine Oxygen Light Cream. Die müsste ich, glaube ich, selber noch haben. Dann habe ich hier von Bactocare Skin Repair Probiote Schutz und Pflege. Das ist eine Hautcreme, die kann weiter wandern. Dann habe ich hier von Yves Rocher Moisturizing Lotion. Die hatte ich auch schon mal da, glaube ich. So ein kleines Tiegelchen ist hier noch drin enthalten. Moisture Search von Clinique 72 Stunden Pflege. Auch sowas ist echt gut. Nehme ich mir sehr wahrscheinlich raus. Hiermit ist der Beutel einmal durchgeschaut. Der nächste Beutel ist tatsächlich eine Handtasche, die aber leider nicht so ganz nach meinem Geschmack ist. Also ich finde die eigentlich ganz cool, aber für mich persönlich ist sie dann doch ein bisschen zu sehr, entschuldigt den Ausdruck, aber tatsächlich eher so Tiffy-Style. Das ist nicht ganz so meine Welt, ne? Also au, ich bin tatsächlich eher so praktisch robust, was Taschen angeht. Hier ist eine Hose drin, ich lache mich schlapp. Geil. Die ist mir safe zu klein. Also das sehe ich ja anhand dieses Beins schon. Die ist mir wirklich zu klein. Schade. Blind Date Premium Quality. Die Weite ist 28. Ja, ich bin schwanger, Leute. Ne? Die ist mir definitiv 5-mal zu klein. Schade. Die sieht sehr geil aus. Sehr, sehr geil. Hier ist noch eine Hose drin. Aber das ist halt eine ähnliche. Ne? Ist die auch wieder mit Weite 28, ja. Ne? Also das ist mir einfach viel zu klein. Hier sind BHs drin. Interessant. Das ist meine Größe. Was ist das für eine Bezeichnung? Nein, die sind mir auch viel zu groß. Wow. Dann sind das hier so Haarclip-Viecher. Die dürfen auch hier drin bleiben.
Und das hier ist ein Ständer von Ikea fürs Handy. Aber mein Handy ist dafür auf jeden Fall viel zu dick. Also für mich nicht interessante Tasche hier. Ja, wir packen hier tatsächlich einfach auch mal BHs, Hosen und Sonstiges mit rein. Ich liebe es einfach. Ich habe ja auch schon mal eine DVD weiter reingepackt, ne? Jetzt kommen wir zum richtig spannenden Part, und zwar zu diesen ganzen Boxen. Davon habe ich ganze 3, 6, 7, 8 Stück vor mir. Als erstes habe ich hier eine My Little Box. Und die ist schon mal ganz geil gefüllt. Wow, guck dir das mal an. Also immer prall gefüllt, und da muss man sich immer so ein bisschen durchstöbern. Revolution Flawless Foils, das ist so ein Set. Dann habe ich von MCO Beauty hier so einen Stick mit drin enthalten. Das ist so ein Highlighter, der mir zu dunkel ist. Eine Mascara von Melusine Paris, die mag ich leider nicht so gerne. Die hatte ich auch schon mal. Von Kess haben wir einen Highlighter und Blush Stick. Dann habe ich einen Definer Liner von Kia T. London, den hatte ich auch schon mal da. Von Essence Juice It, das sieht total süß aus. Ein Ball Blush. Ich glaube, der ist mir viel zu hell. Bin ich mal ehrlich, ne? Oh, ich habe hier keinen Spiegel. Ich denke die ganze Zeit, ich hätte einen Spiegel vor mir. Habe ich nicht, aber der ist mir zu hell. Dann von Karl Lagerfeld und Model Co. ein Baked Blush Light Beige. Das ist kein Blush, das ist ein Highlighter. Hä? Irre für eine Verpackung, was ist das denn hier? Die Drops von Elixir Beauty hatte ich auch schon mal da. Ein richtig geiles Puder von CRT London, Extraordinary Translucent Powder. Das habe ich auch da und auch im Backup und so. Dann von Dominique Cosmetics habe ich hier auch einen Liquid Eyeshadow, müsste das sein. Dann von, den habe ich selber, den habe ich mir neu gekauft. Riva Loves Me Liquid Eyeshadows, und schönes Blau Into the Universe. Sieht sehr geil aus, Leute. Control Freak von NYX, das hat bei mir leider auch NYX gemacht. Von Venecos das Eyebrow Gel in Ash Brown. Das ist mir auch zu wenig. Von Vibo Under Eye Hydrating Setting Powder. Hydrating Under Eye. Das wird ausprobiert. Das finde ich interessant. Von Oriza, dieser Highlighter in Stickform ist mir zu dunkel. Illuminating Drops Hoch von H&M. Die sind mir auch zu dunkel. Definitiv. Dann nochmal von MCO Beauty. Dieses Mal aber noch komplett eingepackt. Der Stick Eveline Cosmetics Perfect Tattoo Instant Brow in der Farbe Dark Brown, ist mir zu dunkel. Brow Atelier, dieses DeFi Brow, das habe ich selber weiter wandern lassen. Immaculate Compact Foundation von H&M, die hatten wir ja schon mal. Dann dieses Puder von Bella Pierre ist es, glaube ich, ne? Bella Pierre Cosmetics, das ist mir zu gelb. Banana Powder war halt echt nicht meine Welt. Riva Loves mit dieser Blur Primer. Finde ich sehr geil. Also, ja, tatsächlich. Revolution, das ist so ein Blushleiter, auch ganz interessant. Und als letztes auch, das kam, glaube ich, in der Fairy Box, ne? Im Mai. Dieses Dreier-Set von Perifee oder Petifee. Perifee? Petifee? Man weiß es nicht. Dieses Kinder-Make-up-Set, das habe ich auch nur teilweise behalten, teilweise weiter wandern lassen. Die nächste My Little Box ist Self Connection. Die ist auch relativ schwer. Ja, hier haben wir relativ viele Face-Produkte drin. Wow! Look by Bipa habe ich hier. My Skin Adapting BB Cream. Sowas ist gar nicht meine Welt, weil nee. Dann habe ich hier Spotlight von Physicians Formula. Das ist ein Illuminating Primer. Der ist mir leider zu trocken. Dann Revolution Illuminate and Glow Illuminating Skin Perfector Champagne. Also das ist auch dann wahrscheinlich so ein Dupe zu diesem Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Tüdelü, ne? Joa. Die habe ich reingepackt. Die nehme ich jetzt auch wieder raus von Glam Shop. Die Glam Classic Foundation. Packe ich mir mal zur Seite. Dann habe ich hier drin von e.l.f. Tone Adjusting Face Primer. Das ist in so einem Lila. Das heißt, ja, das ist so ein tonanpassendes Moped, wie ja schon draufsteht. Riva Loves Me Triple Filter Makeup Primer Concealer Foundation. Habe ich selber gerade erst aussortiert tatsächlich. Dann Maybelline Fit Me. Das ist ein Concealer. In welcher Farbe? 05. Okay. Ich glaube, den nehme ich einfach mal raus. Ne? Warum eigentlich nicht? Fix and Rouge, das ist ein Blurring Primer. Das ist mir zu trocken. Tinted Primer von Essence, My Skin Perfector. Ist nicht ganz so meins. Hier bekomme ich hart Flashbacks.
Color Adept von Max Factor in der Farbe 50 Porcelain. Meine Foundations, die ich mir damals gekauft habe, sahen so ähnlich aus von der Verpackung her. Die waren, glaube ich, auch von Max Factor, oder? So eine zweigeteilte und dann haben die sich oben vermischt. Das ist ein ganz altes Schätzelein. Sehr geil. Dann habe ich hier eine Foundation, die habe ich selber letztens aussortiert, weil sie mir leider zu dunkel ist, von Physicians Formula. Dieses wunderschöne Teil. Wow, ja, Becker, einfach sehr dunkel. Ultimate Coverage Complexion Cream von De Teint in der Farbe Kaschmir. Kaschmir? Ist die dann echt so dunkel? Ich glaube schon, ne? Weil das sieht ja auch so dunkel aus. Oh, die kommt auch sehr komisch hier raus. Ich weiß nicht, ob die vielleicht schon eingetrocknet ist, ne? Ist auf jeden Fall sehr, sehr dunkel. Also gelb, gar nicht meine Farbe. Maybelline Perfecta 4-in-1, das wird auch auf jeden Fall weiter wandern. Sowas ist mir zu trocken. Dann von Catrice Prime and Fine Contouring Duo Stick. Komme ich nicht so wirklich mit klar. Essence Insta Perfect Liquid Make-up. Das macht auch irgendwie so ein bisschen, also ist matt, ne? Wird auch weiter wandern. Das erinnert mich halt wirklich auch an meine Anfangs-YouTube-Zeit von vor 4 Jahren. Da kam das, glaube ich, raus, oder? Trend It Up in der Farbe 006 2-in-1 Camo Make-up und Concealer. Hochdeckend und Glow-Effekt, aber auch sehr wahrscheinlich sehr trocken. Deswegen ciao. Magic Finish haben wir hier von dem Asam drin. Gold Glow, das ist eigentlich eher so ein Highlighter. Habe ich selber auch schon mal da. Liquid Coverage, HD Liquid Coverage von Catrice, eine meiner absoluten Lieblingsfoundations. Ist sogar in der Farbe Light Beige, also die ist so genial. So genial, Leute. Ist ein schönes Dupe zu der Estee Lauder Gedönsen, ne? Wisst ihr Bescheid? Aber nicht ganz so furztrocken. Also ich komme damit sehr gut klar. Habe das auch schon mal leer gemacht letztes Jahr. Das war ein Reim. Und ja, habe die aber selber noch da. Boah, voll Reime-Monster hier nach und nach, ne? Riva Loves Me in der Farbe 03 Light Sand Skin Optimizer Under Eye Concealer. Interessant, aber sehr wahrscheinlich viel zu dunkel für mich. Und dann habe ich hier noch drin von Dr. Hauschka die Foundation in der Farbe 01. Ich hatte sie ja in der Farbe 02, glaube ich. Und ich glaube, Unbox Butterfly Nicole hat sie hier reingetan, weil sie ihr zu hell war. Mir wird sie wahrscheinlich immer noch zu dunkel sein, oder? Weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt einen Pumper hier auf die Hand gegeben. Die ist mir zu dunkel. Das ist ja krass. Zieht euch das mal rein. Ne? Die ist nicht so wirklich mein Ton, weil die halt auch, die wirkt halt auch gelber, dunkler, weil die halt gelbstichig ist. Und ich bin halt neutral bis kühl vom Unterton her. Das ist einfach zu dunkel. Krass. So, dann widmen wir uns mal den Glossy-Boxen, die hier drin sind. Da habe ich hier einmal ein Schätzelein, was auch recht schwer ist. Okay. Paletten über Paletten. Wow, irgendwer konnte richtig hart Tetris spielen, ich sag's euch. Urban Decay Afterglow Highlighter in der Farbe Sin habe ich hier einmal drin. Was ein schöner Reim. Ist mir zu dunkel, aber sehr cool, ne? Einfach mal Urban Decay hier ins Trashy rein. Also Wahnsinn. Revolution, die war im Adventskalender drin. Honey Honey ist mir einfach zu dunkel. Das ist ein zu düsterer Lidschattenquattro. Mono-Lidschatten von Douglas. Das ist mir halt auch zu Mono-Lidschattenmäßig. Sophia und Mabey haben wir hier so ein Quad mit drin. Ist mir zu öde. Also ich habe das, glaube ich, auch schon mal verwendet. Kann man machen, ne? Also da kann man auch einfache Looks mit schminken. Ist aber halt wirklich dann recht öde auf dem Auge. Wow, also wirklich hart Tetris hier. Ich sag's euch, ihr macht euch keine Vorstellung. Das ist ja der Wahnsinn. Leider zerbrochen ist hier drin ein Pixie by Petra Produkt. Und zwar in der Farbe Beach Rose, ein Fresh Face Blush. Ich glaube, ich nehme den einfach mal raus, Leute, ne? Weil kaputt brauchen wir jetzt nicht unbedingt drin behalten. Das muss nicht sein. Dann haben wir hier von e.l.f. ein Quattro drin. Da kannst du auch einen schönen Look mitschminken, ne? Mag ich auch gern leiden. Ist mir aber halt, ja, hast du halt schon da, ne? Auch von Catrice, dieser Highlighter ist zerbrochen. Den nehme ich jetzt auch mal raus. Das ist schade, ne? Aber Transport halt, ist klar. Ab und an zerbricht halt auch mal was, ne? Müssen wir realistisch bleiben. Die Peach Blossom von Bella Pierre Cosmetics habe ich hier noch mit drin. Auch hier haben wir einen zerbrochenen Ton mit drin. Und der hat sich hier auch ein bisschen ausgeweitet. Das heißt, die Palette nehme ich auch mal mit raus. Jetzt weiß ich auch, warum das hier alles so eingepackt war. Waren das die kaputten Sachen einfach, die hier in der Tüte waren? Okay, von Sleek habe ich hier nämlich noch 2 Paletten drin. Und man sieht halt richtig, ne?
Ui, Ivine habe ich hier, Oh So Special 658. Da ist, ja, nee, zerbrochen ist es nicht, aber es ist halt sehr bröselig in dieser Palette, ne? Ja. Ich mache die einfach mal von außen auch ein bisschen sauber. Dann habe ich hier auch noch die Ivine Good Night Sweetheart. Ja, die Sleek Ära ist an mir halt vollkommen vorbeigegangen. Da habe ich nichts mit zu tun. Da habe ich auch einen zerbrochenen Ton drin. Och, das ist doch blöd. Ich frage nachher in der Gruppe mal, was ich damit machen soll. Ich glaube, ich nehme das, was halt hier in dieser Tüte drin war, ne, nehme ich halt einfach raus, weil das ist ja alles dreckig und kaputt. Das muss ja nicht sein. Von Sleek haben wir hier noch etwas weiteres drin enthalten, und zwar eine Highlighter-Palette. Das ist so eine Creamy und Puder-Highlighter-Palette. Sehr, sehr bunt. Für mich ist es zu krass, zu bunt tatsächlich. Dann von The Beauty Crop Star Glazing Blush Duo. Okay, Star Gazing Blush Duo. Das ist wahrscheinlich auch so ein Holo-Ding, oder? Nee, oh, sieht sogar sehr schön aus, ne? Genau. So, dann kommen wir mal zur nächsten Ebene. Da habe ich von Bella Pierre Cosmetics auch wieder so ein Eyeliner. Genau, ein Highlighter und Eyeshadow Ding drin. Dann von Catrice Light Spectrum Strobing Brick. Die fand ich damals auch schon nicht so geil. Von CAT London haben wir hier auch eine Lidschattenpalette drin enthalten. Die müsste ich entweder noch da haben oder ich hatte sie mal da. Die hatten wir auch mal in der Glossy Box drin. Dann, wow, Charlotte Tilbury ist hier auch drin. Dazzling Diamonds Luxury Palette of Pops. Sehr hübsches Design. Oh mein Gott. Das duftet hier raus, Leute. Ihr macht euch keine Vorstellung. Okay, das sind vier Schimmertöne. Die schauen so aus. Sehr, sehr intensiv. Und die Charlotte Tilbury Quattros sind, erstmal sagt teuer, ne? Ich glaube, ein so ein Ding kostet 50 Tacken oder so. Und da muss man aufpassen, weil ich merke das jetzt, je tiefer ich gehe, desto weicher werden die Töne und desto krümeliger halt auch, ne? Aber mega geil. Mega, mega, mega geil. Vor allem der Ton ist ja mal der Hammer. Würde ich nie tragen, weil er mir zu dunkel wäre. Aber extrem schöne Töne. Krass. Dann habe ich hier ein Produkt von e.l.f. drin. Cool steht hier hinten einfach drauf. Oh wow. Okay, das ist ein Puder, womit man dann quasi so seinen Hautton ausgleichen kann. Das kennt man ja auch so mittlerweile, ne? Dass man da verschiedene Töne drin hat. Von Kiko Milano habe ich hier eine Eyeshadow-Palette drin, so ein kleines Ding. Auch süß. Sehr, sehr süß, aber nicht ganz so meine Töne tatsächlich. Und dann kommen wir zur untersten Ebene. Dort befindet sich einmal von Steve Laurent eine Wild Pink Lidschattenpalette. Das ist so eine, ja, auch recht neutrale Palette, die hier drin enthalten ist. Dann von Sleek haben wir hier nochmal die Highlighting-Palette Distorted Dreams. Die haben wir hier dann quasi in dieser Box zweimal drin. Von Sleek, die müsste ich auch noch haben. Soul Styles Highlighting Palette. Jo, da hast du nämlich einen Cremeton drin und drei Puder Highlighter. Die ist eigentlich auch echt schön. Aber wie gesagt, die Sleek-Ära ging relativ an mir vorbei. Und so ein richtiges Schätzelein von Astor. Das ist auch ein Quattro, aber ganz besonders. Eye Artist Eyeshadow Palette in der Farbe 220 Beach Day in Saint Barth. Auch interessant. Also krass, krass, krass. Sehr, sehr krass. Krass. So eine kleine Zeitreise, oder? So, dann schauen wir mal, was uns in der nächsten Box erwarten wird. Oh, My Little Box X Caudalie. Da haben wir hier auch so ein Säckchen mit drin. Ganz viele Nagellacke und nee, Lippenstifte. Ich gucke da mal durch, was ich davon schön finde und behalten möchte. Das werdet ihr dann nachher am Ende sehen. Also da habe ich mir drei Produkte auf jeden Fall von rausgenommen. Und dann haben wir hier, das ist das Bloom Baby Bloom Healthy Glow Primer Oil. Das hatte ich damals auch von Essence, aber das ist mir, das ist halt so ein Öfi. Und das hat bei mir halt gemacht, dass das Make-up überhaupt nicht gehalten hat. Diverse Pinsel haben wir hier drin enthalten. Dann Flawless Nude Make-up. Beauty BB Cushion in der Farbe 01. Was ist das denn? Ach, du ahnst es nicht. Was ist das denn?
Okay, jetzt mal dran riechen, was ist das? Sehr wahrscheinlich eine BB-Cream, die draußen dran steht, ne? Das sieht ja auch irgendwie gar nicht so ultra lecker aus, ne? Dann dieses Revolution Lace Baking Powder. Ist nicht ganz so meine Welt, das ist zu, wie soll ich das sagen, trocken. Dann habe ich hier eine Glossy Box. Und wir haben hier drin ein bisschen Luftpolsterfolie und ganz viele Nagellacke. Oh, oh, oh. Alles, was das Herz begehrt. Ich guck mal durch. Kommen wir zur letzten Glossy Box und danach haben wir zwei große, aufregende Boxen. Oh mein Gott, das ist die Parfümbox. Ma. Okay, hier haben wir von Sunny Cosmetics bei René drei Düfte drin. Die habe ich selber auch von ihm bekommen. Die mag ich leider auch nicht so gerne. Das sind so Stickdinger. Nicht mein Duft, tatsächlich. Also keiner von denen. Leider, leider. Tut mir dann auch echt leid. Ne? Dann von MCM. Ich weiß gar nicht, wie heißt dieser Duft. Ihr kennt das bestimmt. Das ist halt so eine Miniatur. Ich sammle ja, wenn ich Miniaturen habe, die und verlos die dann entsprechend. Ne? Also mache dann Parfüm-Miniaturen-Adventskalender. Das heißt, ich habe die Düfte dann nie selber gerochen. Da ich davon ausgehe, dass das hier schon ein benutzter ist, rieche ich da mal dran. Aber ich krieg's nicht auf. Au, mein Finger. Au, das hat echt weh. Es riecht gut, ne? Aber ich mag halt keine Miniaturen, weil du hast hier keinen Pumper dran und so. Und das dann umzufüllen wäre halt auch irgendwie Banane, weil dann hast du halt die schöne Verpackung nicht und so. Ja, ihr wisst, ich bin da manchmal etwas merkwürdig. Dann habe ich hier Helene Fischer drin. Ich glaube, das nehme ich mir raus. Das finde ich ja hübsch. Guck mal. Ne? Das finde ich sehr hübsch. Und ich finde den Duft auch angenehm. Ich sprühe das mal hier in den Deckel. Schon? Wie heißt denn der Duft? Keine Ahnung. Eau de Parfum? Irgendwas. Keine Ahnung. Wird auf jeden Fall behalten, finde ich cool. Das hier hatte ich selber auch schon mal da. Ist der Dupe zu Lady Million oder so. Cash ist das nämlich von... Ne? Der riecht auch geil. Oh, ich mag den Duft, aber der hält halt nicht so lange. Und das ärgert mich dann immer so. Ist mir das egal? Ich glaube, das ist mir egal. Ich nehme den jetzt raus, weil ich mochte den damals schon so gerne leiden. Und dann ist er jetzt halt wieder bei mir. Was haben wir denn hier noch drin? Fleur Japonaise Paris. Mhm. Kenne ich jetzt nicht. Raphael Rosalie. Made in France. Den muss ich mal riechen. Ich glaube, den hat schon jemand hier reingesprüht. Dann mag ich den nicht so gerne, weil der riecht nicht so, wie ich Düfte mag, tatsächlich. Ich sprühe den jetzt auch nochmal hier in die Verpackung rein, einfach eiskalt, ne? Nee. Nee, das ist nicht so meins. Ich weiß nicht warum, aber der ist mir zu herb. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ey, no? Was ist das? Das ist groß. Das ist rund. Das ist zylindrisch. Flora Mare for Her. Oh, das ist da bestimmt so ein richtig schöner aquatischer Duft. Also allein von der Verpackung her. Den würde ich dann voll bei Sarah Isabel sehen. Die steht ja auf diese aquatischen Düfte, ne? Like a Daisy in Spring, Sarah Isabel, ne? Der ist sehr, sehr aquatisch. Angenehm frisch. Hm. Ist wirklich so ein Zwischending zwischen einem männlichen Duft und einem eher weiblichen Duft. Also sehr aquatisch. Für mich persönlich nichts, weil ich halt wirklich nicht so solche Düfte trage. Aber wenn jemand aquatische Düfte mag, schaut euch den auf jeden Fall an. So, jetzt kommen wir zu den beiden Vernasche-die-Welt-Boxen. Da ist immer derbe was drin. Wow. Okay, als erstes habe ich hier BH Cosmetics It's My Ray Ray Palette. Die wollte ich mir damals immer kaufen und irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht. Und ach, die ist schon aufregend, ne? So eine schöne bunte Palette. Aber bunte Paletten habe ich mittlerweile so viele. Ihr seht jetzt ja auch auf meinen Augen eine bunte Palette. Also mittlerweile haben ja Rival de Loup, Rival Loves Me, dies, das, Ananas. Die haben ja alle super schöne bunte Paletten rausgebracht, ne? Deswegen... Ja, Sunny by René, ich glaube, die hatte ich auch, das müsste diese Face-Palette sein, die fand ich echt nicht, nee, genau, ja,
Nee, ne? Also da wüsste ich bei, ich glaube wirklich keinem einzelnen Ton, wie ich den verwenden soll, weil als Puder zu hell, als Bronzer zu warm, zu dunkel und als Blush zu braun. Also, weiß ich nicht, da hat er irgendwie nicht so ein feines Produkt gebastelt, sage ich mal. Focalure, das ist eine Marke. Das ist die Marke, mit der ich meine allererste Kooperation hier auf YouTube hatte. Das weiß ich noch. Da habe ich mein erstes Produkt zugeschickt bekommen. Das war auch eine Lidschattenpalette. Und ja, ich war so begeistert und so glücklich irgendwie. Ich hatte noch keine 1000 Abonnenten. Also ich war halt wirklich klein und weiß ich nicht. Und das war alles so süß. Und ja, das ist auch so eine neutrale Palette. Die haben eine recht schöne Qualität. Aber ich habe halt mittlerweile andere Paletten, wo ich halt eher zu greifen würde. Die Bare Essentials Eyeshadow Palette habe ich selber. Die mag ich eigentlich, glaube ich. Die habe ich doch. Die sitzt hier zum Weiterwandern. Ist auch eine Nude-Palette, deswegen wahrscheinlich, oder? Weil Nude ist halt so, haben halt viele, also hat man halt irgendwie da, ne? Weil Nude ist halt, ja, das hat man halt da, aber die ist neu. Guck mal. Illusion von BH Cosmetics, auch so eine schöne bunte Lidschattenpalette. Werde ich mir jetzt auch nicht rausnehmen. Ich glaube, die hatte ich sogar schon mal. Summer Lovin'. Mensch, da hat jemand echt seine BH Cosmetic Paletten hier reingepackt, ne? Das weiß ich leider nicht. Oh, wie die mich immer erschreckt, die Lady, ne? Auch so eine schöne, warme Palette. Perfekt für den Sommer. Last Blush Face Palette, die habe ich selber. Moonlight Glow. Die ist wunderschön. Ist halt intensiv, ne? Also, sehr dunkler Blush. Sehr krasser, sehr, sehr bunter Blush. Sehr dunkler Bronzer und ein Setting Powder, was leicht weißelt, aber ich finde die Verpackung so schön. Dann habe ich hier die Chocolate Bar von Too Faced. Die habe ich mir schon in der allerersten Runde mal mit rausgenommen. Das ist diese hier. Müsste die Chocolate Bar gewesen sein. Ja. Dann noch eine von Too Faced, die Sweet Peach. Die habe ich selber schon mal aussortiert. Ja, es ist halt eine richtig krasse Nude-Palette, ne? Das, was Too Faced am besten halt so für sich selber kann. Lottie London, das Shimmer Squad, das hatte ich auch schon mal da. Dann Santa Baby, Sunny Cosmetics, wie süß. Mensch, also das ist eine wirklich süße Verpackung, kann man nicht anders sagen. Und die Töne sind auch interessant, aber ich trage halt echt kein Rot und so. Also die Töne sind schwierig aufs Auge zu bringen und schön zu machen, ne? Xmas Crush finde ich super interessant. Das ist so ein schönes, schimmerndes Rot. Aber Rot ist, wie gesagt, schwierig. Und dann so ein dunkles. Also, mir wird dazu jetzt kein vernünftiger Look einfallen, der schön aussehen würde. Aber eine geile, geile Verpackung. Also, die finde ich richtig, die finde ich geil. Sunset Glam, die habe ich selber von Sunny Cosmetics. Ist eine schöne Palette, die du halt auch Allrounder-mäßig verwenden kannst. Du kannst hier zum Beispiel Blush, Highlighter, Bronzer, kannst hier auch diesen Hidden Hills als Augenbrauenprodukt verwenden, ne? Oder halt hier Galaxy als Eyeliner oder halt alle Töne entsprechend als Lidschatten. Mag ich ehrlich gesagt. Ist eine schöne Basic-Palette. Dann Essence Pure Nude Sunlighter-Palette. Die müsste ich auch noch haben. Weiß ich aber nicht. Aber ich glaube, dass ich die auch sehr bald aussortieren werde, weil die halt echt sehr dunkel ist, ne? Da kannst du auch nicht so viel mitmachen als helles Häutchen. Love What You Do von Essence ist auch eine von den ersten Paletten, die ich so hatte, tatsächlich. Also wirklich auch hatte, die ich mir gekauft habe. Und auch dieser Fanfare-Ton, das ist so ein wunderschöner Ton. Den habe ich so bislang noch in keiner anderen Palette gehabt, ne? Ja. Aber ich habe sie selber schon mal aussortiert. Dann The Wet Set von Sunny Cosmetics. Mensch, da hat jemand seine ganzen Sunny Cosmetics Paletten hier reingepackt. Das ist ja krass. Ja, Highlighter. Aber frag mich nach Sonnenschein. Ne? Das sind ziemliche Glitzerbomben, würde ich mal so dazu sagen. Krass. Okay. dann habe ich hier Lethal Cosmetics drin. Oh. Ich glaube, das ist eine selbst zusammengestellte, oder? Ja, das ist so eine Leerpalette. Da kann man sich dann quasi die einzelnen Töne kaufen. Die habe ich selber von Alverde, diese Contour and Highlight Palette. Die ist wirklich gut. Die kann man sich mal anschauen. Von Sessi, die Pure Glow Palette, müsste ich eigentlich auch noch da haben. Ist halt auch schwierig, ne? Das ist das gleiche wie bei der Lottie London Palette oder auch bei der Essence Pure Bla Geschichte, ne? Wobei ich hier tatsächlich die drei Töne verwenden könnte,
aber sane halt nicht wirklich. Also das ist halt immer schwierig, dass man, ne, man kann nicht alles verwenden, wenn man halt einen Hautton hat. Und jeder Mensch hat einen Hautton und da kannst du nicht alles verwenden. Die Love, the choice is all yours. Habe ich eigentlich auch selber. Das ist die hier. Die ist krass, ne? Das ist eine riesige Palette. Ne, ich habe die Gold Palette. Genau, die Love Gold Palette. Das ist halt 50 Shades of Nude. Jo. Und passend zur letzten Box hat der Akku dann auch noch leider schlapp gemacht. Hier habe ich dann die letzte Box. Wahnsinn. Okay, hier habe ich Fruity Pebbles, die Palette drin enthalten. Die ist sehr, sehr bunt, aber leider ist die Qualität der Farben nicht so geil. Also hier sehen wir auch die Farben tatsächlich einmal, ne? Sehr cool, aber leider nee. Nee, nee. Okay, hier geht die Party jetzt Revolution-technisch ab. Die Roxy-Palette habe ich selber tatsächlich. Die habe ich mal von einer lieben Zuschauerin geschenkt bekommen. Kunterbunt und ziemlich geil. Dann gehen wir zur nächsten. Das ist eine von diesen I Heart Revolution 24K Gold, diese Chocolate Two-Faced Nachmache-Paletten, sage ich jetzt einfach mal dazu, ne? Das sind diese hier, das waren auch die Paletten, mit denen ich damals angefangen habe, mich zu schminken. Genau, weil das war halt jetzt nicht so super teuer und man konnte trotzdem allerhand Paletten ausprobieren. Und die waren halt damals richtig im Hype. Das ist die Golden Bar. Okay. Witzig, dass die einfach fast genauso aussieht wie die, die ich euch gerade gezeigt habe, oder? Dann habe ich hier einmal die Mint Chocolate. Das ist die hier. Da hieß es damals noch I Heart Makeup. Ich glaube, die riechen sogar. Na, nicht mehr wirklich, ne? Ja, da hat auch jemand hart versucht, die Farben zum Strahlen zu bringen. Das war halt damals mega krass, ne? Also was da an Qualität drin war. Dann gibt es hier noch allerhand Revolution Paletten, die Reloaded Neutrals 2 Palette. Alles irgendwelche Dupes zu Anastasia Beverly Hills und so sollte das sein. Die habe ich selber, das ist von Revolution, die Reloaded Midnight, die war in einem Adventskalender. Danke. Wow, in einem Adventskalender drin. Ja, das ist halt, wenn man hier diese puderigen Geschichten hat und Parfum. Ja, dann muss ich irgendwann niesen. Tut mir leid. Und das hört sich bei mir immer an, als läuft. Ich bin da halt keine Lady, was das angeht. Ne? Die hatte ich tatsächlich damals selber auch. Die Velvet Rose. Das war doch auch zu irgendeiner Anastasia-Palette. Ein Dupe. Ne? Dann nö. Revolution, diese Face-Palette. Auch sehr, sehr cool. Blush-Palette. Ne? Hatte ich damals, glaube ich, auch. Das ist so witzig. Also für mich ist es gerade auch so eine kleine Zeitreise zu den Anfängen meiner Zeit. Hier auf YouTube. Radiant Rose von Avon. Von Avon habe ich tatsächlich noch keine Lidschattenpalette ausprobiert. Ich hatte mal so ein Lippenöl, was ich geil fand. Okay, ja, das ist halt auch so. Längliche Fännchen gar nicht. Claudis Welt, ne? Mag ich gar nicht leiden. Joa. Nö. Das muss da nicht sein. Hä? Wieso? Die will gar nicht zugehen. Hallo? Ach so, da musst du ganz exakt das Ding schließen. Jetzt kommen wir zu diesen Highlighter-Paletten von dieser Catrice Princess Disney. Erste Limited Edition, glaube ich, oder? Wo die Prinzessinnen so furchtbar aussahen, weil die echt irgendwie so komisch abgedruckt hatten. Das hier ist einmal die Highlighter-Palette. Die habe ich auch nicht mehr. Die hatte ich, also ich habe mir damals da alles von gekauft. Das war noch die Zeit, wo ich alles aus LEs kaufen wollte. Und die Pocahontas Contouring-Palette, die habe ich auch damals weitergegeben, weil die irgendwie zu nicht so meins war. Ne? Und ich habe sehr gute Essence-Bronzing-Produkte, da brauchte ich das dann halt einfach nicht. Das ist die Boho Vibes von Riva Loves Me. Das ist eine von den beiden Lidschattenpaletten, die ja quasi jetzt auch ins Standardsortiment einziehen durften. Ja, ne? Sehr neutral, sehr kühl tatsächlich auch und sehr alltagstauglich. So, die Folie wieder reinfriermüllen. Dann haben wir hier die Riva Loves Me Eyeshadow Collection. Siehste? Das ist diese ganz bunte. Ey, ohne Witz, wie schnell Riva Loves Me so ein Sortiments-Update raushaut und dann hinterher nochmal zwei LEs. Finde ich total krass. Habe ich gerade auf meinen Augen, ne? Eine LE von Riva Loves Me, glaube ich. Ja, ist das. Diese Lissabon-Geschichte. Ja, aber die soll
angeblich ja nicht so intensiv sein und das finde ich dann schon wieder schade. Ne? Ja. Okay, so, dann haben wir hier Bella Pia Pro Concealer Palette, auf gar keinen Fall. Das ist so dermaßen überhaupt nicht meine Welt, weil super pastig. Also da sehe ich aus wie nicht ganz mehr so jung. Die habe ich da reingepackt letztes Mal. Die nehme ich jetzt wieder raus. Wunderschön, ne? Diese schöne Blumi Lancôme Palette wollte keiner haben. Ist aber auch nicht schlimm, weil ich finde halt auch wirklich längliche Fändchen, schwierige Farben. Die ist halt wirklich, wie sagt man beim Doppelkopfspielen bei uns in Norddeutschland, das ist eine Anna Kournikova. Von außen schön, aber die kann nichts. Das sagt man nämlich auch zu Asskönig, wenn man das auf der Hand hat. Also, nee, ist bei Poker, ne? Nicht bei Doppelkopf. Bei Poker ist das, genau. Nicht bei Doppelkopf, wie gemein, Claudia. Aber trotzdem habe ich hier auch, ja, eine Kournikova quasi. Schade. Wollte keiner haben. Dann habe ich von Real Her die Ultimate Glow Getter Palette. Das ist ein Chic Trio, also quasi Blush Bronzer Highlighter. Jo, auch das ist eine schöne Geschichte. Eine sehr zurückhaltende Geschichte. Für mich ein viel zu heller Blush und viel zu dezent das Ganze. Wohingegen die richtig geil ist von Love the Glorious. Das ist eine Highlighter-Palette, die ich euch auch sehr empfehlen kann. Ein schöner Blush-Topper und zwei schöne Highlighter-Töne. Ne? Sehr, sehr geil. Dann haben wir hier von Juvia Place La Mariposa-Palette. Die habe ich jetzt schon öfters gesehen und habe gehofft, dass sie zu mir kommt. Und die behalte ich jetzt auch, weil ich die irgendwie super ansprechend fand. Warum bloß? Man weiß es nicht, ne? Sind halt geile Töne. Finde ich sehr ansprechend. Außer Glitter Queen, ne? Das finde ich halt zu intensiv. Wobei, das kann ich vielleicht mit dem NYX Glitter Glue dann irgendwie drauf machen. Aber das ist cool. Die kannst du schön kombinieren. Die bleibt. Schön. Von Revolution habe ich dann noch hier. Huch, ich glaube, das ist ein Blush, oder? Ja. Ein Dreierblush, genau. Dann von Kiko ist das eine Lidschattenpalette, die auch eine Anna Kournikova ist, weil die von außen wunderschön ist, aber von innen nicht so wirklich viel kann. Dann haben wir hier von Essence Daily Dose of Energy. Die hatte ich damals auch. Schöne Palette, aber irgendwie öde und mich triggert dieses Fändchen in der Mitte. Frag mich nicht warum. Das muss einfach nicht sein, dass die halt nur eckige Fändchen und dann ein rundes Fändchen machen. Take Me Home von Colourpop. Das ist diese hier. Auch eine sehr zurückhaltende, neutrale Palette. Ja, It's All About Brow von Douglas. All-in-One Brow Collection. Wow, ja, das gab es doch auch mal von Love, oder? Das erinnert mich da gerade echt dran. Ich glaube, die haben das geklaut. Unglaublich. Ja, war interessant. Interessant. Komme ich aber nicht mit klar. Ich habe meine Sachen von Love und so damals halt auch weitergehen lassen. Ich komme damit nicht klar. Dann habe ich hier von Bella Pierre eine Ultra Glow. Das ist diese Highlighting and Bronzing Palette. Auch ein schönes Produkt. Aber neu. Mhm. Ein Bronzer, zwei schöne Highlighter. Einer, der ein bisschen zu dunkel ist. Ne? Neues Produkt. Kann man sich mal angucken. Dann von Steve Laurent eine Palette. Das ist auch in der Glossy Box diese Birthday Edition gewesen. Auch das ist eine sehr gefällige Palette, um das mal so zu sagen. Ne? Das ist, ja, pinker Geburtstag. So, what have we nun? I Heart Revolution, Sprinkles, Blush and Highlighting Palette. Wow, nee, also das ist nicht ganz so meine Welt, muss ich gestehen. Also da, nee. Und von Lovely Pastel Tropics Eyeshadow Palette, das ist diese hier. So, von den Produkten, die ich letztes Mal reingepackt habe, sind dann also zwei Produkte zurückgekommen. Das ist einmal die Foundation und die Lancôme Lidschattenpalette. Für die beiden packe ich einfach Ersatz dann auch wieder mit rein. Und jetzt zeige ich euch, welche Produkte ich mir aus dem Trashosaurus rausgenommen habe. Das ist von Juvia's Place, die La Mariposa Palette. Dann habe ich mir zwei Nagellacke rausgesucht. Einmal von Wet n Wild, na, in so einem krassen lila Schimmerton und dann so ein L'Oreal Rot mit Goldschimmer. Fand ich auch sehr interessant. Gibt es, glaube ich, aktuell auch in der LE irgendwo so in der Art. Ein Concealer von Maybelline, den Fit Me. Dann habe ich hier von Clinique die 72-Stunden-Creme und die beiden Charlotte Tilbury-Cremes. Dann die beiden Spülungs von El Corina Professional für Braunhaarige, für meine Freundinnen. Dann einmal das Cash Parfüm und das Helene Fischer Parfüm, von dem ich eben niesen musste. Dann das Taft
Haarspray, kann man mal gebrauchen. Dann habe ich mir zwei MAC Lippenstifte rausgenommen, einmal Tropic Tonic und Honey Love, also ja, ne, einen so einen Orangeton und einen so einen sehr Nude-Tönchen. Dann, das hatte ich schon mal leer gemacht, finde ich gut, von dem Asa Magic Finish, dieses Nagelöl von Bibo Under Eye Hydrating Setting Powder. Von Hello Body habe ich mir diese Coco Clear Maske mal rausgenommen, mal gucken. Genauso wie ich von Hello Body die Coco Milk Daily Body Lotion mir rausgenommen habe. Diese schöne Handcreme Silky Butterfly von Triacle Moon. Waschgel von Balea mit Hanf und Kokos. Genauso die Body Lotion It's a Magical Time von Balea. Isana kaschiertes Ansatzspray für Brünette habe ich mir auch für eine Freundin rausgenommen. Von Spa Exclusives Travel Vibes wollte ich mal ausprobieren. Eveline Feel the Blush habe ich rausgenommen. Diverse Masken, Leute. Also eins, zwei. Ich mache das anders. Diese Masken habe ich mir rausgenommen, die kann ich euch ja auch vielleicht mal relativ zackig in die Kamera halten, falls euch das interessiert. Ich weiß es nicht, aber ich halte sie euch einfach mal hoch und dann seht ihr einfach, welche Masken ich hier so rausgenommen habe. Es sind doch alle an, ne? Ihr wisst, ich bin ein totaler Maskenfan. Ich mag Masken. Ich habe sie aber auch natürlich nicht nur für mich rausgenommen, sondern auch für meine Mädels, ne? Also die fragen mich halt auch immer nach Masken und so und dann freuen die sich und ja, ja, ne? Sowas finde ich halt einfach cool und dementsprechend durften das dann halt einfach mal ein paar Masken sein. Ich fand die cool. So, dann habe ich auch noch mit rausgenommen und werde ich dann halt, na, vielleicht halt auch irgendwie ersetzen. Ich muss mal gucken, diese Bella Pia Peach Blossom, Catrice, diesen Highlighter in 1002 Aphrodite, Pixie by Petra Blush Beach Rose, die beiden Sleek Paletten, ne, weil das ist halt echt eine leider kaputte Geschichte jetzt geworden. Aber das passiert. Ihr Lieben, das war jetzt hier Trashy Saurus. Richtig krass. Es geht jetzt weiter zu Nicole Nina Wien. Und ich bin gespannt, wie sie so dann auf die Sachen reagieren wird, die ich in Trashy mit reinpacken werde. Ja. Ja. Ich hoffe, dass die Sachen dann auch ein neues Zuhause finden und bedanke mich bei allen, die halt die Produkte reingegeben haben, die ich mir jetzt quasi rausgenommen habe. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, denn ihr habt mal wieder einen Videomarathon mit mir zusammen absolviert. Krass. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Trashy-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!